Werden das die neuen Mario Kart 8 DLC-Strecken? Ich spiele heute eine Mod, die extra für mich angefertigt worden ist von dem lieben Sidbar, wo ich 4 Custom-Tracks anzocke und 4 Nostalgie-Tracks. Und dementsprechend gucken wir, ist es möglich, dass das DLC-Strecken werden? Alter, es ist zu geil, wie viele Custom-Charaktere wir haben. Wir haben hier Homer Simpson, Wallace aus Wallace and Gromit. Gromit? Kennt das überhaupt jemand von euch? Alter, Komm, wir fangen mit SpongeBob an. Wir beginnen mit dem ersten Custom-Track heute, und zwar mit Parking Lot. Und im Prinzip, es ist einfach ein Parkplatz. Alter, die Custom-Charaktere, die anderen zu sehen, es fühlt... Hier steht der Logan Kart. Freunde, scheiß mal auf Mario Kart, es ist Logan Kart. Ja, was soll ich großartig sagen? Das nächste DLC müsste ja bald irgendwann mal kommen. Ich glaube, das letzte Mario Kart DLC kam im März. Und dementsprechend warten wir natürlich alle sehnsüchtig auf die nächste Welle von Mario Kart, um neue Tracks zu spielen, beziehungsweise neue Strecken. Und da wäre es natürlich cool, wenn auch unter anderem einfach neue Strecken kreiert werden. Wie zum Beispiel hier. Das ist einfach ein freaking Parkplatz. Und ich weiß nicht, irgendwie hat das was. Also ich meine, ich weiß nicht, ob das von euch schon mal jemand gemacht hat, aber bevor ich meinen Führerschein hatte, bin ich auch einfach mit einem Kumpel auf dem Parkplatz rumgefahren. Es müssen ja nicht immer lange Strecken sein, es können ja unter anderem auch einfach kurze Strecken sein, wie zum Beispiel diese hier. Komm, zumindest snacken wir uns den 4. Platz. GG, aber ich muss sagen, dieser Parkplatz-Vibe, der hat irgendwie was. Ich weiß nicht warum. Und an der Stelle würde ich für SpongeBob auf jeden Fall ein Abo dalassen. Ich meine, es ist SpongeBob. Aber auf geht's zur zweiten Strecke, Sunny Beach. Alter, sieht das. Das sieht so cool aus. Heilige Makrele. Erinnert so ein bisschen an die andere Strecke aus Mario Kart, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ich bin sowieso, was Streckennamen angeht, extrem blöd drauf, beziehungsweise ich kann es mir einfach nicht merken. Aber ich glaube, ihr wisst definitiv, welche Strecke ich meine. Es gibt hier so ein paar... Oh nein! So ein paar Beach-Strecken in Mario Kart, aber es ist einfach immer wieder schön und hat einen geilen Vibe. Also normalerweise bin ich in Mario Bros. Spielen gar kein Fan von irgendwelchen Strandleveln, aber in Mario Kart liebe ich es. Und auch hier haben wir eine kurze und knackige Runde, wie man sieht. Wir haben die erste Runde gleich schon durch. Oh nein! Aber auch das ist eine wunderschöne Custom-Strecke und ich liebe es jetzt schon. Holy... Freunde, dieses Video ist ein Highlight wie ein Leuchtturm. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob jemand diesen Vergleich schon mal gebracht hat. Und das Coole an dieser Strecke, was mir gerade auffällt, hier fehlen teilweise die Texturen, genauso wie im anderen Mario Kart DLC, also dementsprechend. Als ob ich jetzt noch meinen ersten Platz vertröte. Nein, Stewie, nein. Yeah! Damit holten wir uns den nächsten Sieg und es ging direkt in die dritte Strecke hinein. Oh shit, the moon. Er hat so ein paar Mario Odyssey Vibes, die gerade hochkommen. Aber ich meine, for real. Wir haben unter anderem sehr viele Rainbow Road Strecken, beziehungsweise Rainbow Strecken. Alter, es gibt sogar 2 Wege, die wir prinzipiell fahren können. Okay, unterscheidet sich nicht großartig. Die anderen werden wahrscheinlich einfach nur links rauskommen. Und deswegen, warum nicht eine Mondstrecke? Also ich meine generell einfach ein paar Mario Odyssey. Alter, das ist einfach eine freaking Raumstation. Einfach ein paar Mario Odyssey Vibes, beziehungsweise Elemente mit hinein. Bringen. Das ist ja mega cool, vor allem mit diesen komischen Drehdingern. Erinnert so ein bisschen an Discodrom. Ja, ich glaube, Discodrom heißt die Strecke. Wir haben hier wahrscheinlich irgendwo die Möglichkeit, mit so einem Gleiter rumzudüsen und die... Warte mal, war das die erste Runde? Warte, hä? Ich check gar nichts mehr. Nee, das ist immer noch die erste Runde, wo wir uns, glaube ich, befinden. Bro! War das der Vater von Jimmy Neutron? Das war der Vater von Jimmy Neutron. Ich kann den Namen aber gerade nicht. Kann man hier hochfahren? Yo, es ist möglich, aber wir verlieren Tempo. Vor allem, ich höre es gerade erst raus. Wir haben sogar Custom Mucke im Moment. Alles so cool. Woohoo. Ein paar Sekunden später. Die Definition vom Mario Kartet werden ist es, von allem möglichen Hops genommen zu werden. Alter, was ist das bitte? Come on. Nein. Nein. Dein Vater geht Milch holen. Das ist so dieser typische Moment, ich wurde Mario Kartet. Also was mir gerade auch auffällt, die Strecke ist schon mal deutlich länger als die beiden ersten Custom-Strecken, die wir getestet haben. Wird gleichzeitig aber auch gar nicht langweilig, weil man hat die ganze Zeit hier irgendwas zum Gucken. Und ich habe den Flugleiter immer... wir gehen mal ganz rechts entlang. Keine Ahnung, ob das einen Unterschied macht. Yo! Boah, das ist so cool, Alter. WTF! No, 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 no. Stewie, du wirst mal ganz kurz hops genommen. Und dann sneaken wir uns einmal den ersten Platz in Logan Kart.
Alright, Alien Forest. Alter, erinnert mich persönlich gerade im ersten Moment an die DK-Strecke aus Mario Kart 8. Aber liegt auch daran, dass ich schon sehr, sehr lange keine anderen Strecken gespielt habe. Ein wunderbarer Ölfleck, ist einem auch bekannt. Diese Röhren stehen halt mitten in der Strecke. Aber ich kann mir so nice vorstellen. Yo! Alter, was? Wow! Ist es eigentlich Kinderarbeit, wenn Shy Guys hier arbeiten? Klar, man kennt das Alter der Shy Guys nicht, aber die sind so cute. Hilfe, 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 Hilfe. Klar, ich meine, auf der Strecke selbst haben wir jetzt nicht allzu viel. Aber ich persönlich würde mir so eine Strecke definitiv wünschen. Als vierter Platz ein Stern, Mashallah. Ganz hat so ein Vibe wie Varios Goldmine. Einfach aufgrund der arbeitenden Shy Guys hier. Oh, mir fällt gerade sogar auf, diese Strecke hat nur 2 Runden. Wahrscheinlich, weil eine Runde schon relativ lang geht. Vor allem, ich weiß nicht, ob es ein Bug ist, aber ich bin weit vorne und bin trotzdem, ich habe niemanden überholt, aber trotzdem ist Platzierung nach oben gegangen. Vor allem, dann frage ich mich gerade, wo ist denn der erste Platz hier prinzipiell? Also, ich sehe keinen ersten Platz. Oder es gibt einen ersten Platz, der sich irgendwie vorangesneakt hat. Achso, jetzt bin ich Erster. Ich habe gerade super viele überholt. Okay, hier haben wir eine OG-Strecke. Und zwar DS Mario Circuit. Aus dem Nintendo DS-Teil und heilige Makrele, holy Macaroni, das ist so, es ist einfach genial, es ist einfach genial und die Strecke kommt mir sogar bekannt vor, weil Nintendo DS-Teil habe ich damals auch gespielt, dementsprechend so ein paar Nostalgiegefühle kommen mir definitiv hoch und Nintendo, warum nicht so eine Strecke fürs DLC? Alright, die erste Runde haben wir schon mal und haben wir dementsprechend, wow, Alter, diese Goomba-Schlachtung, Junge, warum ist der Goomba so schnell da vorne geflogen. Dieses große Motorrad und Lisa ist so klein, es ist so, sieht so spooky aus. Warum haben wir uns natürlich auch wieder den ersten Platz, dicht gefolgt von Tweak Tweak. Jetzt kickt die Nostalgie. 3DS Maka, woohoo. Vor allem Mario Kart 7 auf dem 3DS war ein genialer Teil. Es war damals mein drittes Mario Kart Spiel. Ich habe insgesamt nur 4 gespielt, alles gut, Freunde. Aber diese Mucke, oh. Nintendo, please. Also wenn das ein Remake nicht wert ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Viele wünschen sich ja auch immer noch die Waluigi Pinball-Strecke für Mario Kart. Würde ich mir definitiv auch irgendwann mal wünschen, weil das war schon eine sehr, sehr coole Strecke mit einem, oh, coolen Design. Wunder, dass ich nicht runtergefallen bin und wir befinden uns einfach, ich wollte gerade sagen Vulkan, aber nein. Das war erstmal nur die Tropfsteinhöhle. Oh, generell Wii Sports Resorts war eine grandiose Ära. Ich meine, das ist ja die Insel aus Wii Sports Resorts. No, no, no. Was? Ich kann hier drin rum. War das früher auch so? War das früher auch so? Aber das Ganze einfach in Mario Kart-Manier zu sehen, ist halt echt schön. Vor allem, das Ding ist, es gibt hier keine Runden. Wir sind jetzt in der dritten Runde prinzipiell. Aber wir fahren einfach die Insel herum, sodass es halt die ganze Zeit einfach ein kompletter Augenschmaus. Bam! Alter, und da bebt die Meute. Einfach nur wunderbar. Tschüss! Alright, einmal das Waluigi. Ich sterbe. Waluigi Stadium. Alter, wenn ich mich recht entsinne. Ich laber viel Stuss und ich werde hundertprozentig in diesem Video auch viele falsche Informationen hinausgetragen haben. Deswegen verbessert mich und schreibt mir in die Kommentare hinein, welche Strecke aus diesem Video war eure Lieblingsstrecke, beziehungsweise welche Strecken würdet ihr euch für die nächste DLC-Welle wünschen? Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte. Ich meine, diese Strecke gab es auch für die Wii. Ich erinnere mich an sehr, sehr viele spaßige Nachmittage und das kommt mir ziemlich bekannt vor. Vor allem mit den Piranha-Pflanzen hier. Sheesh. Boah, und das ist super gut nachgemacht worden. Also, dass man inzwischen in der Modding-Szene so weit ist, einfach alle Strecken perfekt in Mario Kart 8 nachmachen zu können, das ist halt echt super nice. Vor allem früher war es möglich, hier oben lang zu sneaken und... Ah, nein, schade, Marmelade. Funktioniert jetzt nicht. Das wurde rausgenommen. Aber kein Problem. Da kommen wir auch geschwind zur letzten Strecke und zwar 3DS Rainbow Road für den heutigen Part. Ich meine, fürs DLC muss definitiv früher oder später auf jeden Fall auch irgendein Remake einer Rainbow Road rein. Oder auch eine komplett neue Rainbow Road, who knows? Also, da würde ich auf jeden Fall auch nicht nein sagen. Schon ein bisschen her, Freunde, und ich bin uralt und wow. Okay, ja, hat definitiv Verbesserungspotenzial, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Yo, what? Also auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Beschleunigungsstreifen. Auf schwarz angelehnt. Nicht mehr viel und wir haben es geschafft. Den Ring können wir leider nicht nutzen. Schade, Marmelade. Ich hätte es gerne gezeigt. Und bam, da haben wir das Ziel erreicht und heute wunderbare 8 Strecken getestet. Ob eine Strecke davon wohl im nächsten DLC erscheinen wird, ich habe keine Ahnung. Aber wenn du jetzt ein weiteres Mario Kart 8 Deluxe Mod Video sehen möchtest,
kann ich dir dieses empfehlen. Dort haben wir unter anderem Toiletten über Items gehabt. WTF.